steht jetzt eine kleine schwarze Schlange oder eine Natter, weiß ich nicht. Ist vielleicht, ich schätze mal, 30 cm lang. Erkundigt höchstwahrscheinlich ein neues Gebiet. Ich hatte ja vor 2 Tagen hier gefilmt gehabt, da plätscherte das Wasser nach unten auf das Geotextil. Und ich schätze mal, so grob 15 cm müsste es jetzt eigentlich gestiegen sein, wo die Wasserlinie jetzt ist. Vielleicht sind es auch 20. Man kann immer unter Wasser relativ schwer schätzen, aber so in der Größenordnung wird es sein. Und ich gehe jetzt mal zu den Markierungen von gestern Nachmittag. Und da sieht man, dass 2 Striche vom Weiten weg sind. So, ich hatte gestern Nachmittag 4 Striche gemacht. Der Strich ist jetzt noch dazugekommen. Also der Strich ungefähr war da gewesen, Moment, da ungefähr gewesen. Und ist jetzt am 2. Und ich schätze mal so 5, 6, 7 cm könnte es gestiegen sein. Also das ist hier das Überlaufbecken hinten aus dem Kanal, wo wir jetzt hier gestern den Kanal angelegt haben. Und ihr seht, es funktioniert. Das Wasser läuft komplett durch. Es werden sicherlich noch ein bisschen Wände einbrechen und so. Und jetzt mal gucken, ob wir hier vielleicht doch noch einen Rohr machen oder es so laufen lassen. Jetzt zeige ich euch mal gleich, wie es vorne aussieht. Ihr seht euch jetzt, wie es hier vorne am Badesee ankommt und läuft reichlich rein. Ich schätze mal etwas mehr wie aus der unterirdischen Entwässerung von der Siedlung. Ist logischerweise jetzt noch sehr viel Leben drunter und hier wird jetzt auch jede Menge Biomaterial eingetragen, was jetzt gelöst ist, wie die Entengrütze und. Und das bildet, denke ich mal, die Startkultur für den See. So, der Überlauf hat sich massiv gefüllt. Ich denke mal, es wird über Nacht zusammengebrochen sein. Kolja hat denn hier, so, ich gehe mal wieder dicht daran, hat denn hier nochmal vorne etwas breiter gemacht, den zusammengebrochene Wände wieder rausgeholt. Und ihr seht, wie breit das hier vorne geworden ist. Und das Wasser läuft wie verrückt. Und drüben, wo ich die Markierung gemacht hatte, war so, gehe ich nachher mal hin. Also 4 Striche sind jetzt überflutet. So, hier könnt ihr wieder sehen, wie es gestiegen ist. Und zwar doch sehr schnell durch den 2. Zulauf. Und jetzt gehe ich mal runter zu den Strichen. So, ich hatte euch ja die Striche gezeigt. Und ihr seht im Wasser, wenn ihr genau hinguckt, die anderen Striche, die anderen beiden, nee, ist noch einer mehr drunter. Ha, der hier oben, dieser hier, ist ja gestern gemacht worden. Heute habe ich noch 2 dazu gemacht, um zu gucken, wie schnell das Wasser steigt. Und es ist echt Wahnsinn, wie schnell das alles geht. Auf jeden Fall müssen wir den Überlauf schneller noch machen wie gedacht. Und der Überlauf kommt dann da hinten hin. Wird nichts weiter wie so eine Senke ausgebaggert und dann kann das einfach überlaufen. Fühlt sich wirklich extrem schnell und das im Sommer. Stehe jetzt oberhalb des Strands und wie ihr seht, wird Rasen gemäht. Oben links am Haus rennt Birgit lang. Das ist Willi. Willi ist eigentlich fast jeden Tag da und ist ein ganz lieber. Heute hat er gefragt, oder gestern hat er gefragt, ob er nicht Rasen mähen kann. Aber ich sage, wenn du möchtest, kannst du es gerne machen. Sind wir natürlich sehr dankbar drüber und er sagt, er hat endlich wieder Bewegung. So ist das halt in Russland. Jeder hilft jedem. Das sind ganz fleißige Jungs. Ich denke mal, Usbeken, aber ich weiß es nicht genau, hatten wir für den Innenputz ja auch gehabt. Und also nicht die Jungs, sondern andere. Also da muss man sagen, absoluter Respekt, super schnell und fleißig. Und die Truppe ist ähnlich. Die hat gestern Abend bis um 10 gearbeitet, was wir gesehen hatten. Und ich denke mal, sie werden einen Zeitplan einhalten. Die sind nicht billiger wie die andere Truppe, die wir hatten. Bloß die haben Monate gebraucht. Und die Zeit haben wir nicht. Und die garantieren die Zeit. Die sind auch ein kleines bisschen teurer. Aber wichtig ist, dass es funktioniert. Wir stehen jetzt, oder ich stehe jetzt an der Halbinsel sozusagen,
wo der Zulauf da hinten ist. Und hier geht es dann der Ablauf zum Badesee. Jetzt sind sie dabei, die Fläche auch anzugleichen. Hier ging ja der Originalkanal, also hier so, ging er ja lang, wurde hinten dann abgeleitet. Und das war alles eine riesengroße Tümpelfläche, die, naja, die wurde nicht bloß Tümpel war, Matsch war. Und die haben wir jetzt auch zugemacht und wird angeglichen, muss ich alles noch setzen, der Boden ist sehr feucht. Und hier wird noch etwas angehoben, an der Stelle hier unten, also da ist so eine Abbruchkante. Da wird es noch aufgefüllt und dann sollte das, ich sag mal, das Bodenniveau ausreichen, dass es höher ist wie die tiefste Ablaufstelle da hinten. So, da ist die Ablaufstelle dann. Und dann sollte das, ups, das war der Rasenmäher, der hat verkantet, dann sollte es eigentlich ausgleichen. Dann kommt hier ein bisschen Wiese hin, also sprich, hier kann man sich dann auch hinlegen. Aber hier wird sich eher Mutter Natur breit machen und das ist natürlich dann auch wieder wunderschön. Die Blumenwiesen, die in Deutschland gefordert werden, die wachsen hier von ganz alleine. Also Willi hat hier auch den ganzen Rasen gemäht. Kolja hat hier vorne die Fläche begradigt, wo wir den Überlauf gemacht hatten. Hier ist der unterirdische Zulauf und das ist alles schön auf die neue Fläche. Hier hinten ist die alte Fläche, ist auch alles schon schön gemäht. Hier runter ist der Überlauf von Sohnemann von den neuen Rasenmäher oder hat gerade gemäht, ist aus. Und Börs macht sauber. So, wieder aktuelle Wasserstandsmeldung. Ihr seht, wie das Wasser gestiegen ist. Wir sind jetzt kurz vorm Rohr. Ich denke mal auch wieder knapp 10 cm. Und das bei strahlender Sonnenschein, wie sich der See immer weiter füllt. Ich denke mal so, mal gucken, 3 Tage, dann muss der Überlauf fertig sein. Und dann wird das alles seinen Gang gehen. So, dann Kolja hat gerade gebackert. Ach, da hinten kommt er. Heute ist mal ein Tag, wo kein Regen angesagt ist. Ist natürlich super ideal für alle Baustellen. Kevin ist dabei, sein Fundament zu machen und da ist Regen ganz schlecht. Und ihr seht, hatte ich ja erst im Video gezeigt, wie der Wasserspiegel gestiegen ist. Hier hatte ich irgendwo Striche gemacht. Da. Mal gucken, wann die überflutet sind. Und bis zum zweiten Strich muss dann oben der Überlauf gemacht werden, weil sonst steigt das Wasser zu hoch. Wollen wir ja auch nicht. Und ihr seht, die Böschungen werden alle gemacht, sieht richtig gut aus. Oben abgezogen. Und dann werden wir da erstmal Gras ein bisschen ansehen, denn das wird sich nachher sowieso wild mischen mit allen Kräutern, die hier in der Umgebung wachsen. Und eine Golfwiese wird es nicht, es wird wohl eher, oder ein Rasen wird es nicht, es wird wohl eher eine Wiese werden. Und dann ist das nachher ein richtiges kleines Kleinod. Ja, schönen guten Morgen aus Nischni Nowgorod. Ihr seht, der Wasserstand ist weiter gestiegen. Das Rohr war gestern noch ca. 10 cm, das Wasser 10 cm unterm Rohr. Und jetzt ist das Rohr schon mit Wasser gefüllt leicht. Und naja, es geht wirklich jeden Tag etliche Zentimeter hoch. Und ich denke mal, wie man die Bette weg. Hin zum Überlauf sind es noch 50 cm, denke ich mal. Die müssen jetzt auch noch gemacht werden und bei dem Zulauf dort ist es auch etwas leiser geworden. Also die Hauptwassermenge scheint weg zu sein. Es plätschert jetzt bloß noch ganz langsam und daher reicht das dann auch von der Füllmenge dann bald aus. Erster 40-Tonner ist drauf. Ah, ja, ja, ja. Leider ist die Einfahrt für LKWs nicht geeignet. Erste Einfahrt hat das funktioniert. Also jetzt muss man ihn rausziehen. Das wird ein langer guten Morgen. Das war die einzige Lösung. Und die Steine sind auch da, aber wir müssen die leider an der Straße entladen. Oh. Meine Nachbarn sind hilfsbereit. Die entladen gerade den LKW mit Stein. Und jetzt werden wir Sand entladen. Stunden kämpfen. Die Jungs sind raus. Sand sollte hier landen, so wie auch Kies, aber ist da geblieben.
naja, wir müssen so klarkommen. So, wir nutzen den großen Bagger, um die nur ca. 20 Baumwurzeln, die geblieben sind, zu entfernen, da unser kleiner Bagger das schaffen würde, aber das würde viel zu lange dauern, also wir nutzen das aus. So, das Grundstück für das Haus ist rein. Sieht nicht so aus, aber alle Wurzeln sind entfernt. Die liegen noch drauf, aber die muss man einfach wegtransportieren. Und dann ist gut, dann kann man anfangen. Jetzt wird die Straße ein bisschen repariert und dann ist Feierabend. Baggerfahrer ist fertig. Den Aufbau brauchen wir hier nicht mehr, da wir den Anhänger haben. Also der wird jetzt abgebaut. Demontiert. Ich muss sagen, sieht interessant aus, also komplett anders. So, jetzt werde ich das Grundstück hier, die Baustelle bereinigen und begradigen, soweit es möglich ist. Ja, gut, dass wir einen Kettenbagger haben. Anders wäre es gar nicht möglich. Trocken ist es auf jeden Fall noch nicht, aber langsam, langsam. Und es geht voran irgendwie. So, ich stecke fest. Ja, seit 20 Minuten probiere ich hier rauszukommen. Okay. Fazit: Nach viel Regen sollte man mindestens 4 Tage warten, bis der Boden relativ trocken ist. Sonst ja, sieht es so aus. Also das alles hier ist aus dem Bagger rausgekommen. Ich habe den gewaschen. Das hat jetzt circa 2 Stunden gedauert. Also da waren es 4,5 Stunden Arbeit, die eigentlich unter 2 Stunden dauern sollte, aber wegen ja genau dieser Wetterlage, Bodenlage sah es leider so aus, dass ich 4,5 Stunden gebraucht habe. So, Patricia geht mit Garten, Ernte mit Gurken. So, zeig mal nochmal. Pockersch. Na, ist okay. So, einmal halbieren, zurechtgeschnitten, jetzt zurechtbiegen und fertig. Kevin macht weiter die Armierung und Patricia fängt gerade den Rasenmähen-Marathon. So, und jetzt kommen die Ecken. So, die Vorbereitung ist das Wichtigste. Die Armierung ist vorbereitet. Jetzt werden wir das Abwasserrohr verlegen, dann wird das Grundstück hier begradigt und dann ausgemessen. Also die Arbeit geht sehr langsam voran. Man kann leider bei diesem feuchten Lehmboden nichts richtig machen. Wie man sieht, 4 Tage nach dem Regen ist immer noch zu wenig. So, Patricia ist schon langsam mit Rasenmähen fertig. Sieht schon mal viel besser aus. Um die Zeit zu nutzen, bis es trocknet, messen wir das Grundstück aus. Ganz genau. So, die Sonne ist rausgekommen. Das Grundstück ist vermessen. Also wir haben das schon komplett ausgemessen. Wir haben da 1,10 Meter. Hier sind es 50 cm, da 30 cm, da sind es 90 cm. Also das Grundstück ist, hat eine Neigung und die ist auch nicht ja regelmäßig. Ist nur in diese Richtung, nur in alle Richtungen eigentlich. Naja, so, hier sieht man die Linie vom Außen, von den Außenwänden. Es ist exakt 10,50 mal 15,50 und das ist jetzt die Mitte, das Fundament in der Mitte, was geführt wird. Auch 20 cm breit. Genau. Es hat geklappt. Abwasserrohr ist drinne. Jetzt noch nur zuschütten. Ist 1,70 Meter tief. Und guckt 2 Meter vom Haus raus. Da, wo der Ast rausguckt. Das Grundstück ist Pi mal Daumen begradigt. Aber reicht nicht, um jetzt die Fundamente auszuschachteln. Es fehlt noch die letzte Linie. Hier kommt die Terrasse.
unsere Baustelle ist beleuchtet. Wir haben relativ viel Licht. Es ist jetzt kurz vor 9. Und es ist stockdunkel und wärme auf der Baustelle. Auch relativ hell. So, leider musste ich hier auffüllen, weil die Fläche hier war zu weich. Patricia hat Potters Gehege, Potters Häuschen schön angestrichen. Ja, sieht wirklich sehr gut aus. Das ist erstmal wasserdicht. Ja, Potter? Es regnet schon wieder. Die Fläche rund ums Haus habe ich begradigt. So, die Fundamente sind ausgeschachtet. Hier sieht man den Wasseranschluss, da sieht man den Abwasser. Das sind jetzt 15,5 mal 10,5. Und in der Mitte haben wir noch ein Fundament. Ja, so. Und das ist jetzt hier Seite der Terrasse. Genau. Ja, hier werden wir 1,20 Meter aufbauen. Und hier kommt noch ein bisschen Erde auf jeden Fall. So ist der Plan. So, die Armierung schon vorbereitet. Jetzt nur verlegen. So, die Armierung ist fertig. Jetzt können wir betonieren. Aber das auf jeden Fall am Tageslicht.